Hallo zurück im Küchengarten. Heute ist es wahnsinnig windig draußen, deswegen habe ich mich jetzt ins Gewächshaus zurückgezogen. So kann ich wenigstens auch gleich mal testen, wie gut der, sieht man den? Ja, wie gut der Bommel von meinem Mikrofon diese Hintergrundgeräusche abhält. Die letzte Woche war ein traumhaftes Wetter. Wir hatten tagsüber so zwischen 12 und 17 Grad und in der Nacht plusgerade 4, 5 Grad. Man hat wirklich schon gedacht, jetzt kommt der Frühling. Leider wird es jetzt wieder ein bisschen kälter, also auch nachts minusgrade, so zwischen minus 1 bis minus 4 Grad. Tagsüber eher mild, also unter 10 Grad. Also es ist definitiv noch nicht Zeit, um Juche, der Frühling ist da, zu schreien. Trotzdem gibt es schon einiges, was man jetzt im geschützten Anbau entweder aussehen oder auspflanzen kann. Und ich habe ja einiges an Frühbeeten, wie ihr vielleicht schon wisst. Das heißt, ich möchte dort aktiv werden, ich möchte was auspflanzen, ich möchte so früh wie möglich die Saison starten. Ihr seht ja vielleicht schon hinter mir, also da habe ich einiges an Zwiebeln, Porree, Lauch, dann hier Salat, den ich wirklich hier im Gewächshaus keimen lasse. Salat mag es ja eher kalt, kühl, zum Keimen vor allem. Vor allem, wenn ihr die richtigen Sorten nehmt, die im Frühling oder später im Herbst wachsen sollen. Und dann seht ihr hier am Rand vom Bildschirm auch schon Salat, Frühlingssalat, Wintersalat, den ich im Haus auf der Fensterbank vorgezogen habe. Aber den kann man auch hier im Gewächshaus lassen, dann wächst er nicht so schnell. Licht hat es ja eigentlich hier durch die Fenster genug. Da möchte ich die Chance gleich nutzen und euch kurz umreißen, was für Frühbeetarten es da eigentlich gibt. Also es gibt kalte und warme Frühbeete. Bei kalten Frühbeeten stellt man einfach irgendeine Abdeckhaube oder irgendein Vlies über den Boden drüber. Der Boden ist zwar noch kalt, aber durch das Vlies erwärmt er sich langsam und auch drunter. Es schützt das Vlies oder die Haube, schützt vor Wind, vor der Austrocknung, vor der kalten Luft. Meistens ist der Wind das Problem oder auch falls noch mal Schnee fällt. Und unter dieser Haube kann sich die Erde tagsüber, wenn die Sonne scheint, wenn es wärmer ist, erwärmen und in der Nacht hält das dann ein bisschen vor und die Pflanzen können darunter besser wachsen und dann doch der Natur etwas trotzen. Dann gibt es auch noch die warmen Frühbeete. Da habe ich gerade vor 2 Wochen eins angelegt. Also ich habe die Chance genutzt und mein kleines Hochbeet neben meinem Gewächshaus neu aufgefüllt, weil es recht abgesackt war. Dazu habe ich Pferdemist verwendet, also jede Art von Mist ist dafür geeignet. Da gräbt man einfach die obere Erde weg, füllt mit Mist auf, großzügig mit Mist und deckt dann wieder mit der Erde ab. Und durch den Verrottungsprozess des Mistes entsteht wie eine Fußbodenheizung in diesem Beetabschnitt. Das wärmt dann die Pflanzen von den Füßen und oben habt ihr dann noch eine Haube oder ein Vlies drüber. Das heißt, da ist rundherum mollig warm. Das ist eigentlich eine wirklich tolle Art, früher zu starten mit der Saison. Und auch wenn ihr Hochbeete, Kastenbeete in der Nähe von einer Hauswand habt, ich habe zum Beispiel oben auf der Terrasse eins, da habe ich auch schon Salat und andere Sachen hineingesetzt, das zeige ich euch später in diesem Video, ist es natürlich nochmal geschützter und nicht so den Witterungen ausgesetzt. Auch dort kann man jetzt schon etwas hineinpflanzen oder in Kübel auf der Terrasse nahe an der Hauswand. Angefangen mit meiner Frühbeetbepflanzung habe ich in dem Tischhochbeet oben auf meiner Terrasse. Da habe ich ziemlich spät im letzten Jahr, ich glaube es war Oktober oder sogar November, noch Feldsalat ausgesät. Der hat dann natürlich in der Kälte des Winters einen Wachstumsstopp gemacht. Jetzt fängt er langsam wieder an zu wachsen. Und dann habe ich hier in der Ecke auch noch einen
eher traurig aussehenden Hängerosmarin. Dem hat die Kälte komischerweise zugesetzt an diesem Standort. Den habe ich jetzt radikal zurückgeschnitten. Hier sieht man, treibt er noch mal grün aus. Ich habe wirklich nur alles zurückgeschnitten, was vertrocknet und wo kein Leben mehr drin war. So sieht der arme Kerl jetzt aus. Aber ich hoffe, dass er sich im Sommer noch mal erholt. Dann habe ich ihm eine gute Schicht Kompost gegeben, weil ich gesehen habe, durch das Absacken des Beetes ist der Wurzelballen ein bisschen in die Höhe gekommen. Das war vielleicht auch der Grund, dass er den Winter so schlecht überstanden hat. Hier seht ihr nun, was ich im Haus schon vorgezogen habe. Einen sehr frühen Salat, der winterhart ist. Dann Kohlrabi, Zwiebel, Riesengemüsezwiebel und da hinten ist Pak Choi. Das kann man alles jetzt auch schon ins Freiland, in geschützte Freiland setzen. Da hatte ich auch noch recht viel Petersilie in diesem Hochbeet vom letzten Jahr. Petersilie ist ja zweijährig, im zweiten Jahr blüht es. Deswegen habe ich dort in der Ecke eine Pflanze stehen lassen, von der nehme ich mir fürs nächste Jahr wieder Samen. Und hier habe ich jetzt Salat eingepflanzt, dazwischen mal wieder eine Zwiebel. Ich wollte natürlich, dass der Feldsalat weiter wächst, weil jetzt, wenn es wieder wärmer wird, fängt er an zu wachsen, dann kann ich ihn ernten. Deswegen habe ich mir gedacht, überall wo ein Loch ist, setze ich mal eine neue Pflanze hinein und bis die groß sind, habe ich den Feldsalat abgeerntet und das werde ich auch weiterhin so halten. Immer wenn ich irgendwo ein bisschen Feldsalat abgeerntet habe, kommt ein neuer Salat oder ein neuer Kohlrabi hinein. Mal schauen, wie das klappt. Und dann habe ich dem Beet ein Vlies verpasst, da, wie gesagt, in der nächsten Woche wieder Frost angekündigt ist. Und so wird das Beet vor Wind, Austrocknung und Kälte geschützt. Und die Pflanzen werden zwar nicht weiter wachsen, aber zumindest auch nicht eingehen. Stein drauf zum Beschweren. Super! Eine tolle Sache, die ihr jetzt schon im Freiland unbedingt aussehen solltet, ist Spinat. Ich habe das hier in Hochbeet Nummer 3 gemacht und zwar im gesamten Beet in Reihen. Wir essen wahnsinnig gern Spinat, egal ob auf die Pizza, in einen Gemüsestrudel oder auch in den Salat als frisches Grün. Wirklich sensationell. Und dann habe ich mir gedacht, den Rand könnte ich doch nützen für Erbsen, für Palerbsen. Die haben jetzt auch schon Saison, die könnt ihr wunderbar jetzt auch schon aussehen. Und ich werde die nicht wachsen lassen für die Schoten oder die Erbsen selber, sondern ich werde immer die Triebe ausknipsen und diese auch in den Salat geben. Als Schmankerl, als kleine Abwechslung, als frisches Grün in dieser frühen Zeit im Jahr. Und sobald der Spinat gekeimt ist, werde ich zwischen die Reihen Spinat auch noch meine Gemüsezwiebel setzen. Die haben eine recht lange Kulturzeit und bis die groß sind, ist der Spinat schon wieder abgeerntet. Und jetzt geht's weiter zu meinem Lieblingshochbeet, Frühbeet. Und zwar ist das jenes neben meinem Gewächshaus, weil das ja ein warmes Hochbeet ist, ein warmes Frühbeet, da ich es mit Pferdemist aufgefüllt habe. Und da möchte ich eine ganze Reihe verschiedener Dinge hineinpflanzen. Dazu habe ich mir eine Liste gemacht, die ich nachher auch noch nachvollziehen kann und mir Notizen machen kann, was denn gut gekommen ist. Ihr kennt mich, ich bin sehr kreativ, also war die Liste eher bunt und blumig. Angefangen habe ich mit einer Reihe Ringelblumen. Ich möchte die nämlich überall in meinem Garten kultivieren. Die habe ich von Anjas Gartenreich und Ringelblumen sind etwas Traumhaftes im Garten. Dann eine Reihe meiner Gemüsezwiebeln, die setze ich auch dieses Jahr überall dazwischen. Direkt ausgesät habe ich dann Radieschen.
Wundert euch bitte nicht, dass ich so viele Samen in die eine Rille hineinwerfe, aber das Päckchen war schon seit 3 Jahren abgelaufen und ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt noch etwas keimt. So habe ich gleich alles aufgebraucht und dann noch 2 Reihen Salat, denn Salat möchte ich möglichst früh sehr viel zur Verfügung haben, weil nicht nur wir den gerne essen, sondern auch unsere Enten. Und dann muss ich zu meiner Schande sagen, dass mir der Wind den Rest gegeben hat. Mir war so kalt, dass ich mich zurück ins Haus verdrückt habe und den Rest werde ich dann morgen aussehen. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich lasse euch in meinen folgenden Videos wissen, wie es meinen Frühbeeten geht, wie es darin gedeiht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Ich verdrücke mich jetzt wieder ins Haus, weil der Wind macht es hier draußen doch ziemlich ungastlich. Vielleicht könnt ihr auch schon etwas in euren Frühbeeten aussehen oder auspflanzen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Der Austausch ist immer wahnsinnig spannend für mich. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit in euren Gärten mit euren Projekten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!